Heute geht es um eine weitere Variante der Hebemaschenmuster und zwar um Ziegelmuster. Ich habe ein paar wirklich süße Pulswärmer mitgebracht und ich zeige euch später ganz genau, wie die gestrickt werden. Bleibt also dran! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia, ich bin Strickdesignerin für internationale Garnmarken und habe euch heute, wie gesagt, die Ziegelmuster mitgebracht. Ich gehe mal direkt auf meinen Arbeitsplatz, damit ihr seht, worum es geht. Das hier ist ja mein Hebemaschentuch und ihr seht schon, hier sind punktuell kleine Hebemaschen, aber ohne Verbindung untereinander. Ganz anders bei den Ziegelmustern, da werden Streifen gestrickt, die durch die abgehobenen Maschen miteinander verbunden werden, sodass das Ganze eine ziegelwandartige Oberfläche bekommt. Und man kann da unterschiedliche optische Effekte erzielen. Hier unten war das melierte Garn die Grundfarbe und wurde gehoben und im oberen Bereich das Uni-Garn die Grundfarbe und wurde gehoben. Und so kann man ein bisschen spielen und man kann im Grunde verwenden, was man möchte. Da sind der Garnauswahl keine Grenzen gesetzt. So, das nur kurz vorab. Mitgebracht habe ich euch aber diese hier. Das sind Pulswärmer in einem ganz besonders hübschen Ziegelmuster, wie ich finde. Und die werden gestrickt aus der Silky Wool von Elsebeth Slavolt. Und das Tolle ist, ich habe nur zwei Stränge, also a 50 Gramm gebraucht, um vier Pulswärmer herauszubekommen. Ich habe noch die Grundfarben und Kontrastfarben einmal getauscht. So kann man auch noch mit den Farben spielen. Und es blieb sogar noch ein Rest. Und insgesamt, wie gesagt, nur zweimal Silky Wool verwendet. Was eine ganz tolle Wolle ist, aus 45% Wolle, genau, und 35% Seide. Das ist ein richtig großer Seidenanteil. Und das Tolle bei der Silky Wool ist die Farbauswahl. Hier habe ich euch mal ein paar Stränge aus dem Atelier mitgebracht. Gelb-Grau wäre auch eine super Kombi. Braun-Orange-Töne. Oder das Ganze auch mal in meinem Shop gezeigt. Da ist er. Das ist die Silky Wool. Wenn ich hier mal runterscrolle durch die Farben, dann könnt ihr schon direkt sehen, da bleiben kaum Wünsche offen. Und hier sind nochmal die Details zur Wolle. 175 Meter pro Strang, pro 50 Gramm Strang wird gestrickt mit Nadel 3, 3,5 oder auch 4, je nach Muster. Und das Ganze enthält 35% Seide, 20% Nylon noch. Es ist sehr pflegeleicht, wärmt im Winter, kühlt im Sommer. Es ist also echt ein Ganzjahresgarn. So sieht das Ganze aus. Und diese Pulswärmer, die sind recht gut geschnitten, also nicht so klein und eng. Nö, das kann man schon schön für sehr viele Größen benutzen und gestrickt wird das mit einem Nadelspiel mit Nadel 3. Ich habe hier mein Lücke-Nadelspiel-Set, da sind ja verschiedene Größen drin und die Nadeln sind sehr schön glatt, sodass da dass man auch immer gut einstechen kann. Das Muster, ich glaube, ich erkläre es euch besser an den Pulswärmern. Gestrickt wird von unten. So. Ihr müsst euch das aber nicht merken. Ich habe es am Ende des Videos nochmal in schriftlicher Form. Jetzt nur zur Erklärung. Merken müsst ihr euch das nicht. Ihr schlagt 48 Maschen an und strickt drei Reihen links in Grundfarbe. In der ersten Reihe wird dann zur Runde geschlossen. Dann kommt die Kontrastfarbe über vier Reihen. Immer zwei Maschen abheben, vier Maschen stricken im Wechsel. Dann kommt wieder die Grundfarbe.
drei Reihen links, dann wieder die Kontrastfarbe, wieder das zwei Maschen abheben, vier Maschen rechts stricken im Wechsel, aber diesmal versetzt, so dass das halt immer diese Ziegel ergibt. So, wenn ihr das zweimal wiederholt habt, diese 14 Reihen des Musters, dann kommen 3 cm im 2x2 Rippenmuster und dann nochmal 3,5 mal das Muster. Jetzt zeige ich euch, wie es gestrickt wird. Ich mache aber nur die interessanten Reihen, denn glatt links könnt ihr. Deshalb habe ich auch schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe diese 48 Maschen angeschlagen und 3 Reihen glatt links gestrickt und in der ersten Reihe auf die Nadeln verteilt und zur Runde geschlossen. Auf jede Nadel kommen 12 Maschen. Das Ganze habe ich in der Grundfarbe oder in der Farbe Nummer 1 gemacht. Jetzt kommt die vierte Reihe also in Farbe Nummer 2 oder Kontrastfarbe. Und in dieser vierten Reihe werden immer 2 Maschen abgehoben und 4 Maschen rechts gestrickt. Und ich hebe diese beiden Maschen gleichzeitig ab. Das geht mit den Lückennadeln super. Die sind glatt genug, spitz genug. Also 2 Maschen abheben, 4 Maschen rechts stricken, 2 Maschen abheben, 4 Maschen rechts stricken, immer im Wechsel. Über jede Nadel. Also 2 abheben, 4 rechts, 2 ab, 4 rechts. Eins, zwei, drei, vier, zwei ab, eins, zwei, drei, vier. Es muss immer genau aufgehen, weil ihr ja auf jeder Nadel 12 Maschen habt. So, und jetzt kommt auch schon die letzte Nadel. Zwei ab, eins, zwei, 3, 4, 2 ab und 4 rechts. Das war die vierte Reihe des Musters. Jetzt kommt die fünfte Reihe. Die strickt ihr genauso. Ihr strickt jetzt also über die fünfte, sechste und siebte Reihe genauso. So, ich habe also in der Zwischenzeit wieder 3 Runden glatt links gestrickt. Jetzt kommt wieder die Kontrastfarbe, die Farbe Nummer 2. Und zwar sind wir in der 11. Runde. Es wird wieder abgehoben, allerdings diesmal versetzt. Um zu versetzen, starte ich mit 3 Maschen rechts. 2, 3. Dann kommt wieder unser Musterrapport von 2 Maschen abheben, 4 Maschen rechts stricken, stets wiederholen. 2 ab. Und jetzt ist natürlich nur noch eine Masche rechts zu stricken auf der Nadel. Dann gehe ich auf die nächste Nadel und beende den Rapport mit 3 Maschen rechts. Und wieder von neuem. 2 Maschen abheben, 4 Maschen rechts stricken, 2 abheben, 1 rechts zur nächsten Nadel wechseln, Rapport beenden mit 3 Maschen rechts, 2 abheben, und so weiter. Faden immer schön hinter der Arbeit, das ist ja eigentlich klar.
Wenn man in Runden strickt, ist das ja auch noch ein bisschen einfacher, wo der Faden hingehört, immer dahin, wo man ihn nicht sieht. 2, 3, 2 abheben. Ups, jetzt habe ich irgendwo einen Fehler. Ach, hier war eine zu wenig. 4, 2 abheben und eine rechts. So, und diese Runde wird auch viermal wiederholt und dann habt ihr schon das ganze Muster über 14 Reihen einmal gestrickt. So, und jetzt zeige ich euch noch das Muster schriftlich ausgeschrieben für die kompletten Pulswärmer. Und zwar hier ist es. So, und jetzt ist es auch komplett zu sehen. Ne? 48 Maschen anschlagen. Über Runde 1 bis Runde 14 geht der Rapport. Das wird zweimal wiederholt, das kommt dann kommt das Bündchen und dann wird der Rapport noch dreieinhalb Mal wiederholt. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und die kleine Glocke klickt, werdet ihr immer automatisch benachrichtigt über neue Videos oder auch über Livestreams. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.